Also erstmal glaube ich, dass Luisa das hervorragend gemacht hätte. Darum geht es nämlich nicht an diesem Punkt, sondern es geht eher darum, dass das ein zugegeben genialer PR-Move von Siemens war, aber auch nicht viel mehr, weil als Aufsichtsratsmitglied wäre Luisa damit nämlich verpflichtet gewesen, auch in einer gewissen Weise im Sinne des Konzerns zu handeln. Das wäre natürlich nicht zumutbar gewesen, da wir das Unternehmen ja doch recht kritisch begleitet haben.